Hi, ich bin Timur und herzlich willkommen zu Hairtime. Heute gibt es Neuigkeiten und es wird bunt. Eine unserer Exklusivmarken hat eine neue Reihe an semipermanenten, direktziehenden Farben rausgebracht: Chic Chroma Paint. Chic Chroma Paint beinhalten Intense Dye Technologie. Diese Technologie kennt ihr schon von unseren anderen Direktzieher Chic Chroma Shine. Das ist der Grund, warum Direktzieher bei Ski so viel länger am Haar haften und unsere Kunden auch das Ergebnis viel länger genießen können. So ist es auch bei Chroma Paint. Die Ergebnisse bleiben viel länger erhalten. Manchmal sogar auch nach 30 Haarwäschen. Aber ihr als Haarspezialisten kennt das schon, das ist sehr stark von der Struktur der Kundin natürlich abhängig. Und noch ein paar Benefits von Ski Chroma Paint. Chic Chroma Paint hat pH-Wert 4,5, also maximalen neutralen pH-Wert zu Kopfhaut und Haar. Seidenproteine als Inhaltsstoff, wie auch alle unsere Chic-Produkte, bauen das Haar auf und sorgen auch für unwiderstehlichen Glanz. Aloe Vera, es ist ein sehr guter Feuchtigkeitsspender und natürlich unsere Keramiktechnologie. Das optimiert die Anlagerung der Pigmente in der Struktur und sorgt auch für intensivere Ergebnisse. Und eins noch, eine super praktische Tube mit der Öffnung, wo man fast Freehand arbeiten kann. So, ihr seht jetzt, Chic Chroma Paint ist eine super Erweiterung für Ski Farbsortiment. Wir haben 6 neue Nuancen und diese möchte ich euch natürlich zeigen. Zumindest ein Gefühl für die Farbrichtung der Nuancen geben. Dafür haben wir alle 6 auf einer Basis ca. 10-3 komplett ausgefärbt. Lass uns mal die einzelnen anschauen. Blue Crush, ein intensives elektrisches Blau, welches im Vergleich zu Blau von Chroma Shine viel heller und strahlender ausfällt. Purple Blitz, unser intensives Violett, auch hier fallen die Ergebnisse leuchtender aus. Also Fuchsia, das ist unsere neue coole Nuance aus dem Bereich Magenta. Pink Lightning, auch unsere neue Nuance aus dem Bereich Pastelltöne, ein wunderschönes Flamingo Pink. Red Hot ist unser strahlendes Rot. Auch im Vergleich mit Chroma Shine fällt dieses etwas heller aus. Gray Star, ein Trendsetter zum Abmattieren oder zum Erstellen von Granny Looks. Dieser hat einen bläulichen Untergrundpigment. Cool, oder? Alle Chroma Paint Nuancen können auch natürlich mit Chroma Shine Nuancen gemischt werden. So könnt ihr da draußen noch mehr kreative Mischungen erstellen. Wenn du allerdings die Chroma Paint Nuancen noch pasteliger gestalten möchtest, kannst du dieses mit Chi Infra Treatment zusammenmischen. Dabei gilt die Regel You get what you see, sprich, du wirst in der Farbschale gleich das Ergebnis sehen, was du erzielen möchtest. Alle diese Informationen und viel mehr findest du in Chi Chroma Paint Anwendungsbroschüre. Wie du aber zu den Produkten kommst, erfährst du natürlich bei deinem Außendienstmitarbeiter oder Ski Area Manager. Ich verabschiede mich an der Stelle, wünsche euch viel Erfolg mit Chic Chroma Paint und wir sehen uns beim nächsten Hairtime Video. Tschüss!